Hallo, hier bei Schoki Banoki und Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen. Ja. Mit Sashi und mir, ja. Till. Ja, ja, hallo. Ja, 4. November heute, ja, am 4. November haben wir wieder ein Geburtstagskind. Richtig. Und, das ist? Das ist Sean Combs. Kenn ich nicht, wer ist denn das? P. Diddy. Puff Daddy. Ach so, Puff Daddy. Rapper. Ja, was hat er? I believe I can fly. Das hat Nein. er gemacht. Nein. Doch, hat er gemacht. Puff Daddy. Das war doch nicht Puff Daddy. Was hat er denn sonst gemacht? Er hat zum Beispiel I'll Be Missing You. Ja, das hat er gemacht. I'll Be Missing You, das war ja dieses Cover-Ding von Every Breath You Take, oder? Nee. Hm. Auf jeden Fall Happy Birthday. Ja, aber ja, genau. Das war I Believe I Can... Hat er gemacht? Wer denn sonst Nein. I Believe I Can Fly gemacht? Das war jemand anders. Puff Daddy, I believe I can fly. Das glaube ich nicht. I believe I can touch this. Immer wenn ich aus der Kneipe rausfliege, singe ich das. Das glaube ich nicht. Ja. Am 4. November 1922, Achtung, jetzt wird's interessant, hat Howard Carter im Tal der Könige im ägyptischen Luxor zusammen mit dem Earl of Carnarvon das fast unversehrte Grab des ägyptischen Königs Tutanchamun geöffnet. In diesem Grab, das war 1922 ein Riesending, ja, ich weiß. Übrigens, ja. In diesem Grab befanden sich der Thronsessel, der Goldsarg des Königs, der goldene Brustschmuck, der Mumie, die Goldmaske und ganz viele andere Einrichtungsgegenstände. Ja. So. Und das war der Tutanchamun war 1337 vor Christus ermordet worden und in diesem Grab dann sozusagen ermordet worden? Ja, der ist ermordet worden, genau. Und ich war schon mal im Tal der Könige. Und warst du auch an diesem Grab? In dem Grab war ich nicht, weil die haben ein rotierendes System. Die machen immer nur ein paar Gräber gleichzeitig auf und im nächsten Jahr sind es andere. Ach so. Es geht um Schutz der Gräber. Und ich glaube, das Grab von Tutanchamun ist sowieso noch mal was Besonderes. Das werden sie nicht ganz so oft aufmachen. Mhm. Aber es ist sehr interessant, da mal irgendwie selber durchzufahren und das zu sehen. Und ich habe verbotenerweise in dem Grab fotografiert. Ach so, ich bin ja Daily Vlogger, also ich habe ja immer Kameras dabei und da stehen extra so Wächter drin, die gucken, so, was macht jeder? Ägypter. Und die gucken wirklich so, dass keiner fotografiert und ich habe es aber getan. Boah, sich strafbar gemacht. Mhm, ich habe Fotos aus einem Grab aus dem Tal der Könige. Boah. Respekt und Anerkennung. Ja. 1922 war das ein Riesending. Das war eine Weltsensation und führte auch zu dieser Ägyptomanie. Mhm. Da wollten alle irgendwie in Ägypten und Sphinx ja. und weiß ich. Und alle wollten Mumien so. Haben. Und ja, genau. Und ein paar Jahre später kam auch der Film Die Mumie. Also sehr viele Jahre später. Ist egal. Richtig. Ja, genau. Das war am 4. November. Am 4. November hast du aber auch noch ein Thema? Ich habe noch einen Fakt des Tages. Ah, Fakt des Tages. Ja, was denn? Und zwar... Täglich atmet man 7570 Liter Luft ein. Es sei denn, man atmet 1 bis 2 Liter Wasser ein, weil dann atmet man wahrscheinlich hinterher keine Luft mehr ein. Aber gesetzt dem Fall, man atmet kein Wasser ein, atmet man täglich 7570 Liter Luft. 7000 im Schnitt wahrscheinlich, manche mehr, manche weniger, aber 7500, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. 7570 Liter Luft. Das heißt, in diesem Raum... ist einiges an Luft und ganz viel Luft, das du schon in dir hattest, habe ich schon wieder eingeatmet. Und andersrum. Musst du dem auf, also meine Luft ist ja super für dich, aber deine Luft für mich ist auch doof. Ich sag's mal, She Real mit Sophie. Ja? Wir atmen noch mal ein bisschen.